Interactive. Ein Nerdaffe. Und damit seid los, meine zweigigen Hobbits und Edotem, zu einem weiteren Test, zu einer weiteren Demo-Version aus der Indie Arena Booth 2021. Ja. Wir spielen Out of Line. Auf geht's. Enter. Schauen wir mal rein, was das Spiel so zu bieten hat. Können wir die Musik ein bisschen leiser machen? Neues Spiel. Let's go. Starten wir rein. Das Gamescom Indie Arena Spiel. Let's go. Ja, und mit den Pfeiltasten können wir laufen. Ah, wir können auch mit WASD laufen. Und springen können wir auch mit Space. Sehr schön. Was haben wir denn da? Ist das eine Kamera oder was? Ja, nö. Dann Seelenstücke, wie es ausschaut. Und ähnliches. Aha. Mit W können wir auch bestimmt hüpfen. Oha. Da bin ich schon das erste Mal gestorben. Aha. Jetzt können wir Speerwurf machen. Aha. Anu. Jetzt können wir hier hin. Und boink. Sehr schön. Und Speer als... als Kletterwerkzeug benutzen. Kann vielleicht auch einen Stein mit aufhalten. Also wahrscheinlich eher nicht. Aber okay. Das können wir trotzdem versuchen. Na, sieht nicht so aus. Und wir spielen hier den kleinen Speerwerfer. Und zack. Oha. Da ist der Klotz gleich zerquetscht. Nicht gut. Und, oh, na komm, hier hoch. Das war noch nicht. So, hier. Nice. Kleines Jump and Run. Oh. Fast perfekt. Und vorhin ist ja da drüben. Ab, hier kommen wir glaube ich so runter. Komm mal hüpfen. Doink. 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 So. Macht die Wand kaputt. Ah, schade. Verschwindet. Oha. 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 Shit. Das können wir aus der Entfernung machen. Mal rechtzeitig abhauen. Sehr schön. Das ist die Lösung des Problems. Und weiter geht's. So können wir da tatsächlich hoch vielleicht.
Ja, ist wahrscheinlich trotzdem zu hoch. Ja, ist das. Ah, und gleich hinterher. Also sehr schön. Und hier lang. Nee, das war nix. Nicht so schief. Muss ein bisschen gerade rennen. So, hier, sehr schön. Und jetzt hier mal dran. Hops. Sehr schön. Und jetzt hier einmal. Oh nein. Nein. Oh fuck. Was ist hier gerade passiert? Ich glaube, vielleicht sollten wir den Stein unten noch nicht abschießen. Aber wir können hier noch nicht hoch. Wir müssen es machen. Damit wir hochkommen. Sehr schön. Gefällt mir diese Art von Jump'n'Run. Ein bisschen Rätsel noch drin dabei. Kleines bisschen Rätsel. Nicht viel, aber ein bisschen. Oh. Hätten wir die mal abgeworfen. Oha. R und... Ach so, ja. Können wir schieben. Steinchen schieb. Ist ja großartig, das Spiel. Bis jetzt feiere ich das. Und krieg gerade eine Hustenattacke. Perfekt. Ja, sorry. Ist heute schon meine vierte Demo-Version. Glaube ich. Dritte oder vierte. Ich aufnehme Tour. Das müssen wir irgendwie verschieben, das Ding hier. Oder nicht? Oh. Das können wir aktivieren. Sehr schön. Jetzt mal, wir müssen hier rüber. Was ohne gegangen wäre. Autsch. Ist also auch ein Elektro. Ist ein Elektro. Elektrisch aufgeladener Speer. Wie haben wir das gemacht? Einstecken. Sehr schön. Oh nein.
Roboterarme. GLaDOS war hier. Nochmal später, jetzt holen wir den. Ich muss sagen, erstmal hier rüber und dann. Sehr schön, so muss das. Aha, im Untergrund. Ein anderer Speer. Ist der jetzt besser oder größer oder toller? So, wenn wir unseren eigenen nicht verschießen wollen. Macht Sinn. Weil der stecken bleiben muss. Der ist nur auf Zeit. So, unseren eigenen müssen wir hier reinstecken. Angemessener Höhe. Ach, verdammt, ja. Die Höhe vielleicht. Ich verstehe das Rätsel. Ja, so nicht. Ist noch zu hoch. Muss noch ein Stück niedriger. Dann können wir es vielleicht schaffen. Ach Mist. Mach nicht so ein Mist. Ah, knapp. Knapp war es. Das ist dann auch zu niedrig, um hochzukommen, oder? Wenn wir das so niedrig reinmachen, reicht das dann noch, um hochzukommen? Ich bezweifle es fast. Und da jetzt hochkommen. Muss noch ein bisschen höher. Ja, da kämen wir hin. Oh, verdammt. Hätte mich fast getroffen. Ach, verdammt. Stand fast drauf. Na komm, das muss doch. Hopp. Fast. Der muss noch ein bisschen höher, damit wir das schaffen. Wir haben fast, wir haben es fast. Versuchen wir es mal auf der Höhe. Das ist doch die Höhe. Vielleicht können wir den nehmen.
Und so hier benutzen. Das wäre noch ein Weg. Da kommen wir gar nicht hoch. Ich glaube, das wird nichts. Zu weit. Nee, daraus wird nichts. Muss das mal so versuchen. Na komm drauf da. Na, theoretisch wäre das machbar. Mir theoretisch ist das ja okay. Wir waren schon drauf, wir müssen nur dann weiter hinter. Aber noch höher können wir den nicht machen. Noch höher geht der Speer auf keinen Fall. Da müssen wir es irgendwie probieren ab der Höhe. Nee, wirklich nicht. Das ist, da komme ich. Gerade mit gerade viel Anstrengung kriegen wir das eventuell so hin. Aber noch höher ist. Das ist auch schon zu hoch. Wir müssen auch irgendwie bouncen können, irgendwie auf den. Ja, das ist. Ich glaube, das ist dem schon zu hoch. Wie sollen wir da hochkommen? Guck mal, hier irgendwie. Ne, das bringt absolut nichts. Ja, wir sind oben. Yay! Hat's ja gedauert. Oha. Aber verkackt. Guter Checkpoint. Können wir den hier rausnehmen? Und hier reinstecken? Oha. Ich dachte, das endet dort. So. Ah, so endet das. Sehr schön. Hier können wir jetzt zwei benutzen, unseren eigenen und. Ah, es wird nichts. Und unseren eigenen. Sehr schön. Sehr schön. Aha. Jetzt müssen wir uns den Speer hier holen. Aha. Das können wir ja beide aktivieren. Aha, und jetzt den hier. Zack. Und so wird ein Schuh raus. Oh. Schrottkram.
wir Freunde gefunden. Kommt mit. Auf ins Abenteuer. Ja. Dann können die durch, aber wir noch nicht. Ah, okay, und die helfen uns hier. Sehr toll. Okay, das bringt nichts. Hier geht's weiter. Dann können wir den. Können wir das hier aktivieren? Sehr schön. Die Schrottkram machen uns das Tor auf. Sehr schön. Wir machen ihnen das Licht aus. Da kommen sie nicht zurecht. Ah, okay, verstehe. Verstehe nicht. Okay, verstehe. Es ist da oben noch rein. Sehr gut. Lass für uns offen, solange wir bis wir durch sind. Sehr schön. Hier müssen wir für die aufmachen. Nein, nein, was macht er denn? Das war wohl nix. Brauche ich mal noch einen anderen Speer für. Sobald ich ihn rausziehe. Achso, ja, hier haben wir zwei andere Speere. Sag das doch. Oh nein. Da bleibt natürlich drin. Ich brauche mal einen zurück. Das war ja knapp. Aha. Und meinen eigenen. Oder so. Muss irgendwie das Licht noch ausmachen. Den einen soll ich da irgendwie oben hinwerfen. Und dann kann ich jetzt. Dann kann ich nicht nehmen. Verdammt. Bräuchte eigentlich schon einen Speer, verdammt. Ich kann nicht mit einem in der Arm, ja, ich kann mit einem in der Hand hüpfen. Kann ich einen mitnehmen? Verdammt. Thank you.
Hops. Mein eigenen hole ich dann gleich. Sehr schön. Okay. Da brauche ich dann einen anderen. Oha, verdammt, stimmt ja. Mist. Aber da komme ich auch nicht ran an den anderen, oder komme ich da ran? Da müsste ich schon hoch hier. Ich verstehe. Schön und jetzt meinen nehmen. Aha, und jetzt kann ich hier bestimmt. Verdammt. Das war nicht schnell genug. Jetzt kann ich mit den. Ach, jetzt kann ich ja mit den beiden. Nee, kann ich nicht. Wird zu eng. Ich möchte keinen zum Rum reinwerfen. Vielleicht, wenn ich den besser platziere. Was finde ich mit dem hier? Da komme ich nicht hoch, verdammt. Okay. Spiel auf Zeit. Spiel auf Zeit ist eigentlich nicht so meins. Ach komm. Ich warte mal, bis der andere wieder da ist. Wo ist er hin? Da ist er. So, du musst jetzt, glaube ich, ja, da oben rein. Und dann schnell. Zack. Und durch mit dir. Verdammt. Das war jetzt nicht so gut. Macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Und wir jetzt hier doch nicht aufgeben müssen. Also nimm. Und hoch hier. Und na, komm hoch hier. Und manchmal tut sich das noch schwer. Jetzt hier den rein. Aktiviere den Fahrstuhl. Ich meine, eigentlich kaum Fehler erlauben, wie die hier zum Beispiel. Damit war es das eigentlich. Oh Junge, das wird hier wirklich.
Okay, ja, der muss da rein. Und, na komm, rein und keine Zeit verlieren. Ach komm, natürlich verliere ich Zeit. Ach komm, kann man nicht ohne Kram weitergehen? Nee, kann man nicht. Ach komm, weiter. Damit ich nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns zum nächsten Let's Test wieder. Sorry, dass das jetzt hier aufhören musste. Schaut auf Twitch vorbei. Habt noch einen angenehmen fröhlichen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Demo von den Gamescom wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao.